So, ey, what up? Jetzt wird weitergemacht. Ich will's durchhaben, Alter. Ich will's fertig machen. Also, wo sind wir stehen geblieben? Wir müssen uns im Arasaka-Dings da Hotel oder was weiß ich was treffen. Im Embers. Jetzt geht's weiter. Also, enjoyed. Ich hab die ganze Zeit irgendwelche Missionen gemacht. Irgendwelche Sachen außerhalb der reglementierten Dinger. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt will ich das durchhaben. Neblig. Es reicht. Ich fahre jetzt ins Embers. Ich glaube jetzt eine Woche oder sowas habe ich das nicht gemacht. Da, wo wir vor einer Woche waren. Ey, warte mal. Ach, egal. Okay, ja, du bist an einen Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendeten Nebenmissionen... Ey, warte, gibt's das? Nein, gibt's nicht. Alles muss man selber machen, weißt du? Alles muss man selber machen. Egal, das sieht jetzt noch... Nee, ich mach Pause. So, weiter geht's. Geht's weiter? Geht's wirklich weiter? Ja. Okay. Also, los geht's. Schließ den Controller wieder an? Nein. Wie mit Tastatur und Maus? Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Chill mal bitte für 2 Sekunden. Wir gehen rein, reden, gehen raus. Das war's. Hanako-sama ga omachi da.
Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Ja, bin ich. Kommen wir zum Punkt. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Ach ja. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Nope. Keine Ahnung. Familie. Unsere Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Shitabi. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Er ist dein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck, als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soulkiller mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Natürlich habe ich Soulkiller nicht dabei. So gut kennen wir uns nun wirklich nicht. Du lässt Vorsicht walten. Verständlich. Aber völlig unnötig. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City. Unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Wir haben keine Zeit. Also dann, rede. Mein Bruder. Weißt du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Sprich's ruhig aus. Das macht's leichter. Ich will ihn bestrafen. Zu schwammig. Du willst ihn tot sehen. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro go-jitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment. Ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist.
Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, hm? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Das gefällt mir gar nicht. Hört sich ganz danach an, als willst du mich nur benutzen. Nein. Ich biete dir nur eine Lösung an. Da bist du nicht die Erste. Aber was, wenn ich die Letzte bin? Das kannst du nicht riskieren. Jetzt komm, lass uns hier abhauen. Wie? Geht es dir gut? Du blutest. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Ich denk drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Let me out of this bitch. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Scheiße, wir sind jetzt so kurz davor wie... Und du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Aber ich schon. Dein Körper hört auf mich. Verstehst du, was ich sagen will? Klar versteh's. Du willst, dass ich dich ans Steuer lasse. Ich will dir das Leben retten. Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Ich bring uns nach Scheiß Mikoshi. Wie noch gleich? Jedenfalls ohne diese hinterfotzige Arasaka-Porzellanpuppe. Ohne Hilfe haben wir keine Chance. Stimmt. Deshalb werde ich Rogue dazu holen. Sie hat's immer noch drauf. Außerdem schuldet sie mir was. Die hätte vielleicht vor 50 Jahren was für dich riskiert. Aber jetzt glaube ich kaum. Ich überzeug sie. Schließlich kennen wir uns mit solchen Sachen aus. Wir sprengen uns in den Saka Tower, genau wie früher. Und dann suchen wir den Weg nach Mikoshi. Das ist unsere einzige Chance. Rogue? Ich weiß nicht. Meinst du echt, das könnte klappen? Mit ihrer Erfahrung, ihren Ressourcen und Beziehungen. Du wirst niemand Besseren finden in NC. Es muss Johnny. Klappen. Wir brechen in den Tower ein. Halt knapp, Mikoshi. Ich zähle den. Na toll, du machst schon wieder einen Abgang. Uh-oh. Bin ich. Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich... war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Und wie schlimm ist es? So schlimm, hm? Okay. So sollte es angenehmer sein. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Okay. Erwarte kein Wunder. Ah. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Hm.
Und ich kann schon wieder sitzen. Aber ich sehe, du hast schlechte Neuigkeiten. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ja, ich weiß. Eine Idee, wo ich anfangen soll. Schon wieder. Soll ich's dir aufschreiben? Es liegt an dir, nicht an mir oder diesem Ding in deinem Schädel. Siehst du das Zeug da drüben? Ja, was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt, still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Locker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Du hast ihn gehört. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrizin, Rogue, Sakatawa. Nur so haben wir eine Chance. Hör auf zu nerven, Johnny. Es ist meine Entscheidung. Ich muss darüber nachdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Was? Wieso soll ich die Pillen nehmen? Ich will nicht die Pillen nehmen. Keine Zeit für eine Nebenmission. Okay, dann nehme ich sie. Ich nehme sie aber nur. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und jetzt geh. Ich will zumachen. Nimm die Meds und... Deine Gedanken gehört. Danke, das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Viel Glück, Kleiner. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Er ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Ganz oben. Hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will.
zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Zeit zum Nachdenken. Das ist gerade nicht so leicht. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Nein. Nicht mein Stil, mich zu verabschieden. Wie du meinst. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Boah, das ist jetzt eine Entscheidung, ne? Ich finde, du solltest es mit Rogue versuchen. Ihr habt die beste Chance. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Du bist dran, Johnny. Ich vertraue dir. Übernimm das Steuer. Aber lass uns am Leben, ja? Danke, V. Ich bring uns da rein. Wirst sehen. Sehen uns auf der anderen Seite. So sei es. Wenn ich dafür die ganze Stadt niederbrennen muss. Freundlich, Wakako. Steh mir nicht im Weg. Dein kleines Geschäft läuft nur... Hey, Rogue. Hallo. Meine Stimmung kann sich jederzeit ändern. Hör auf zu telefonieren. Moment mal, eine Sekunde. Wie? Wir Pause. Ich bin's. Wir reden später, Wakako. Was willst du, Johnny? Hier los. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Warum? Wir hatten doch Spaß im Kino, oder? Wir sind aber nicht mehr im Kino. Außerdem habe ich eine Ahnung, warum du hier bist. Du willst was. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Klar will ich was. Und zu wem sollte ich damit sonst gehen? Von der ganzen verrückten Atlantis-Crew hast nämlich aus irgendeinem Grund nur du überlebt. Was zum Teufel soll das heißen? Ich erinnere mich nur. Vermisst du die alten Zeiten, Rook? Ich finde gut, wie es ist und wie es mir damit geht. Das merke ich. Schade, dass sonst keiner der Atlantis so viel Glück hatte. Oh.
Bro, bleib hier. Baby, 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 wo gehst du hin? Hey Leute, wir schließen. Was, wieso? Raus jetzt. Wir sind noch nicht fertig. Oh doch, das seid ihr. Scheiße, was ist denn los? Nichts. Deine Schicht ist vorbei. Geh nach Hause und leg die Füße hoch. Okay, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Wir haben den ganzen Laden für uns. Ich fühle mich wie ein VIP. Jetzt rede. Was zum Henker hast du mir zu sagen? Hast dir dein hübsches Leben aufgebaut? War's das wert? Wir alle bezahlen für unsere Entscheidungen. Ich bin keine Ausnahme. Das redest du dir ein, während du Konzernchecks einlöst. Das rede ich mir ein, wenn ich an den Gräbern der Atlantis-Crew stehe. Oder ich rede es mir ein, wenn ich dich jetzt ansehe. Was soll ich sagen? Vergangen ist vergangen. Mhm. Bist wohl kaum hier, um in Erinnerungen zu schwelgen. Du willst mich wieder irgendwo reinziehen. Das Geschwafel ist nur Vorspiel. Dieser Körper! Ich bin nicht... Ah, fuck! Wie stirbt, und ich bin der Scheißkrebs, der ihn umbringt. Doch der Prozess kann aufgehalten werden. Ich muss nur... Nein, Johnny. Lass es bitte. Hey. Mach dir nicht vor, dass du jemandem helfen willst. Es geht wieder mal nur um dich, damit du dich besser fühlst. Vielleicht habe ich mich ja geändert. Ich habe keine Zeit mehr, Rogue. Wenn die beschissene Uhr 12 schlägt, ist Johnny Geschichte. Und wie gleich mit. Ich muss aus seinem Kopf raus, bevor es soweit ist. Wir haben es geschafft, Al zu kontaktieren. Sie wird uns helfen. Aber... Das Problem ist der Ort. Eine Datenfestung, Mikoshi. Und der einzige Zugangspunkt für uns liegt schön gesichert unterm Saka Tower. Arasaka? Schon wieder? Hätte ich wissen müssen. Nur ein Idiot macht denselben Scheiß immer wieder und erwartet andere Resultate. So einer bin ich. Hast du überhaupt einen Plan? Wir brauchen Leute. Du weißt, welche Sorte. Und Ausrüstung. Die beste, die es gibt. Und natürlich Glück. Darauf können wir nur hoffen. Sagtest du, wir? Ja, ohne dich kann ich das kaum durchziehen. Ich soll also meine Tsunami entstauben und mich deinem Kreuzzug gegen Arasaka anschließen? Bingo. Wann? Weiß nicht. Jetzt? Jetzt. Mhm. Und warum sollte ich dem zustimmen? Tu es für dich. Für mich, ja. Kannst gern weiter die Ballkönigin von Night City spielen, aber das ist nicht Rogue. Die echte Rogue hast du auf dem Weg nach oben begraben. Sieh in dich hinein. Ich weiß, sie ist noch dort. Scheiße. Ich wusste, dass es so kommen würde. Dass du eines Abends wie durch ein Scheißwunder hier reinplatzt und wieder alles kaputt machst. Manche Dinge ändern sich nie. Und wir? Haben wir uns geändert? Ich weiß nicht. Dann lass es uns rausfinden. Hilfst du mir, Rogue? Halt die Klappe, Johnny. Halt einfach die Klappe. Ich will den Tower wegsprengen und Sachen machen. Und was macht sie jetzt? Mich verführen? Ich habe keine Zeit dafür. Vielleicht, aber...
Oh. Wird schon wieder nächster Tag oder was ist hier los? Nice. Scheiße, verdammt! Jedes Mal. Ich hab echt noch nie wen erlebt, der einfach über 20 Stunden abklappt. Ich kenne diese Visage. Du musst Crispin Whelan sein. Siehst aus wie dein Vater. Gene sind was Feines. Was habe ich verpasst? Warum bist du hier? Der Boss wird's dir erklären. Rogue? Es gibt nur einen Boss. Na los, der Boss wartet. Sorry, Carrie, ich habe keine Zeit. Ihr habt euch also kennengelernt. Sehr gut. Rogue, was macht diese Kreatur hier? Er ist unser Pilot, bringt uns heute... Und wo hast du wieder Haare? Wie kann es sein, dass du wieder Haare hast, hä? Ich meine, das ganze Spiel über hatte ich einfach keine Haare und musste eine verschissene Mütze anziehen. Und jetzt auf einmal hast du Haare. Zum Corpo Plaza. Unser Pilot? Du machst also mit? Tu nicht so überrascht, Bleibirne. Unsere Ausrüstung. Nimm, was du brauchst. Nichts lieber als das. Okay, also. Ich brauche... Overture, das. Schnapp dir die Ausrüstung, Johnny. Katana. Ein paar Bang Bang Bum Bum. Ich nehm alles. Was ist das hier? Retrodüsen. Antigravs. Du schnallst sie an die Beine und springst damit aus fast jeder Höhe nach unten. Mensch, Johnny, ich bin nicht dein scheiß Babysitter. Alles gut. Hab's schon. Okay, jetzt erzähl mir, wie der Plan lautet. Ja, steck den Splitter ein. Das Ziel ist der Mikoshi-Zugangspunkt im Arasaka Tower. Wir müssen die Laborebene erreichen. Sie so lange halten wie nötig und dann lebend rauskommen. Der Arasaka Tower ist eine Festung. Das sicherste Gebäude in Night City. Wir können also nicht durch die Vordertür spazieren. Also schaffen wir uns selbst ein Fenster, durch das wir einsteigen. Wir fliegen mit einem Militech Strix ein. Ein taktischer Bomber. Zuerst lassen wir von weit oben Feuer auf die Tower-Luftabwehr regnen. Dann brechen wir durch eine Wand im 75. Stock, springen aus dem AV und überleben dank unserer Antigravs. Ja, wir landen mitten in einem tropischen Regenwald. Entgegen landläufiger Meinung hat Arasaka durchaus Stil. Wir hacken uns durch den Dschungel bis zu einem Schacht auf der Vertikalachse des Towers. Dieser Schacht führt durchs gesamte Gebäude. Wir setzen wieder die Retrodüsen ein und springen ins Erdgeschoss. Ah ja. Die Sicherheitsleute werden überrascht sein. Ich erwarte Chaos und kaum Widerstand. Wir laufen zur Laborebene, erreichen den Zugangspunkt und dann übernimmst du. Kunstpause für Beifall. Sagt, es gibt nur einen Boss, eine Königin. Wir lassen also Feuer auf die Arschlöcher regnen. Im Ernst?
Darauf habe ich ewig gewartet. Ja. Jetzt spritz dir nicht gleich ins Höschen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir deutlich mehr tun. Jetzt zum komplizierten Teil. Wir werden einen Jurugi 0401-Satelliten aus dem Orbit schubsen. Scheiße, ein Satellit! Wir schreiben Geschichte, Leute. Das zerschießt die Kommunikation in Night City, Nord- und Südkalifornien. Bringt uns 3-4 Stunden. Keine Koordination, keine Unterstützung. Totales Chaos. Du meinst, du hast nicht nur einen scheiß Bomber, sondern auch ein bewaffnetes Space Shuttle? Ich habe einen Bekannten bei Orbital Air. Geheimer Wohltäter? Hochrangiger Informant. Ich zahle gut, um uns Zugriff auf den Jurugin zu geben. Der Rest liegt in der Hand deiner Netrunner-Freundin. Du meinst alt? Sie ist die Einzige, die ich kenne, die einen Arasaka-Satelliten vom Himmel holen kann. Ich muss sowieso mit alt reden. Ich überrede sie. Versau's nicht, Johnny. Habe ich mich ausgerüstet? Habe ich jetzt die Waffen oder habe ich jetzt andere Waffen auch noch? Crash, Malorian, das ist meine. Ich habe jetzt noch einen Katana bekommen. 400, 1000! Junge, ich zerfleisch euch alle! Gibt's hier noch irgendwas zu sagen? Außer... Wow. Warte mal, was ist hier? Ich habe fette Retro Boots. Fallschaden verringern. Was ist das? Erhöht Panzerung, aber dafür kritischer Schaden ist halt krass. Brauche ich Panzerung? Weil dann scheiße ich auch drauf. Entweder oder. Entweder ich bleibe bei meinem kritischen Schaden, schau aus wie Morpheus, oder ich wechsle um. Okay, fürs Gesicht einmal, Oberkörper, 95, 122, gewöhnliches Tanktop, ich bin ein fucking Punk, Head, 22, 36, 39, 39, damit schaue ich aus wie ein Idiot. Damit bin ich besser gerüstet. Erhöht kritischen Schaden um 30%. Nur wegen diesen. Ich will diesen Mod raus. Ich kann ihn nicht raus. Mann, dann fick dich. Dann nehme ich das. So. Was habe ich hier? Ich habe eine Höhe. Hose, die ist 62. Nehme ich auch. Schau ich nicht so ganz aus wie ein Idiot. Aber um nicht ganz auszusehen wie ein Idiot, nehme ich ein Special. Nehme ich einen Arasaka-Anzug. So, und dann habe ich hier 3 Pistolen. Das ist eine gute Pistole, die brauche ich jetzt nicht mehr. Bei der... Okay. Wenn ich die nicht mehr brauche, was nehme ich dann hier? Hier nehme ich eine Katana oder ein Sturmgewehr, Power Sturmgewehr. Wow. Overture mit 313. Wie viel hat... 310.
200 Crash, aber der hat kritischen Schaden übelst. Mann, wie viel hat die andere Overture? Nein, habe ich gar nicht. Ich habe Archangel. Was nehme ich? Kritische Treffer, 64% Trefferchance, kritisch. Ja dann, sorry Crash. Wieso Aktion gesperrt? Das ist das Einzige, was ich nicht tun kann. Ich sag doch, ich krieg das hin. Also, zusammengefasst, wir fliegen unbemerkt zum Arasaka Tower und begrüßen die mit einem Arsch voll Raketen. Genau. Dann springen wir rein, finden den Schacht und gehen nach oben. Zum Mikoshi-Zugangspunkt. Ja. Was meinst du? Der Plan hat mehr Löcher als ein Kabuki-Puppenhaus. Kabuki-Puppenhaus. Ich will das jetzt ablegen. Wieso kann ich das nicht ablegen? Nicht jetzt. Aber scheiß drauf, das muss klappen. Wird nicht der dümmste Job, den wir je gemacht haben. Rogue. Was? Ich danke dir. Dank mir später. Erstmal um allen kümmern. Weißt du, wie man sich im Cyberspace bewegt? Naja. Wie hat ja einige Übung darin. Ich schaff das schon. Geh nach hinten. Nix zeigt dir, wie es geht. Und du, Waylon, schmeiß den Strix an. Wir sind gleich bei dir. Wie lange braucht ihr? Hab ich noch Zeit für ein Nickerchen? Okay, warte. So. Das war jetzt Kopfschuss, erhöht Schaden. Die beiden sind fast... Naja. Die kann ich einfach nicht nehmen, warum? Ach, dann verpiss dich. Warte mal. Ach so, ich bin überfüllt. Okay. Kann ich Sachen verkaufen? 15, weg damit. 115, weg damit. 150, 20, weg damit. Vierundsechzig. Weg. Ziemlich viele Aufsätze. Schadensmultiplikator von 0, wenn du aus der Tarnung heraus angreifst. Was ist das? Macht Schaden deiner Waffe nicht tödlich. Brauche ich nicht, ich will tödlich. Was gibt's hier? 300, 400, 315. Bitch Tech Brille mit Eisschutz. Piss dich. 15. Piss dich. 13. Piss dich. 15. Piss dich. 17. Whatever.
So, 35. Jetzt. Sollte ich laufen können. Was für ein Ding? Wo soll ich hin? In den Tech-Raum? Hey, du wirst also eintauchen, ja? Das yep. ist der Plan. Alles klar. Zieh dir einen Anzug an und setz dich dann da drüben hin. Okay. Ich mach für heute Schluss, also musst du allein wieder auftauchen. Afterlife Natural Anzug, okay. Alles klar. Und versau meine Ausrüstung nicht. So, und jetzt ganz kurz speichern. Derzeit nicht möglich. Fick dich. Okay. Ich sagte doch, Alt Cunningham ist Geschichte. Ach ja? Warum sehe ich sie dann vor mir? Du siehst alt, weil du es willst. Es ist ein Abwehrmechanismus. Dein Gedächtnis erschafft lediglich ein Ersatzbild von ihr. Es ist seltsam, als ob... Du schlecht träumst. Liest du meine Gedanken? Stark vereinfacht gesagt. Du leugnest immer noch, was du bist. Ein Konstrukt, ein Datensatz. Ich verstehe dich. Du verstehst mich? Wie Zeilen eines Codes. Okay, das ist alles echt abgefuckt. Ich fühle mich... Nackt. Die Zeit ist knapp. Netwatch könnte unseren lokalen Traffic aufspüren. Ich weiß, wie wir nach... Unterhalb des Arasaka Towers. Vorhersehbar. Heilige Scheiße, du tust es. Du liest meine... Der Jurugen 0401 ist kein Problem. Ich kann den Satelliten deaktivieren. Kannst du mal kurz Luft holen? Du wirst in den Arasaka Tower einbrechen und den Port nach Mikoshi finden. Dieses Programm wird die Verbindung herstellen. Ich schicke es mit dir auf einem Splitter. Sobald du eine Hintertür geöffnet hast, wird es mir möglich sein, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Und dann? Wirst du von Vi getrennt. Und Mikoshi wird aufhören zu existieren. Jetzt mal Klartext, Alt. Das ist ein Ausbruch für die anderen, oder? Die Seelen werden frei sein. Ja. Aber das ist nicht alles. Du verschweigst mir doch was. Spuck's schon aus. Sie werden Teil von etwas Größerem. Nein, lass es. Ich verstehe es immer noch nicht. Weil du dazu nicht in der Lage bist. Mach doch, was du willst. War das alles? Das ist alles, was mir einfällt. Wir sehen uns in Mikoshi. Ja. 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 Na super. Super. Papierkram liegt bei Asukaga in Finch. Ja, alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Jetzt fahr rechts ran. Mach den Motor aus und sieh dir die Sterne an. Du wirst es nicht bereuen.
Ich muss los. Hab dich lieb. Kann ich jetzt speichern? Kann verdammt nochmal speichern, okay. Nochmal, Grafik ist auf hoch. Komm, ich mach auf Qualität. Größtes Ding deines Lebens in diesem Outfit. Dein Ernst? Wieso? Steht mir doch super. Fängt nur keine Kugeln ab. Aber wenn du meinst. Bereit? Ja, bin bereit. Gut, dann komm. Sonst hebt der Irre noch ohne uns ab. Immer noch zeigt es mir nur 30 FPS und was ist das? Das hat niemals 30, nur. Ich mochte diese Bar. Werd sie vermissen. Yep. Ganz nach oben. Wegen Wieland. Was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel ihr dafür kriegt. Gute Frage. Wie viel kriegt man für einen Job wie diesen? Das geht nur ihn und mich was an. Ach, ist das so eine große Sache? Fixer Söldner-Diskretion. So sind eben die Regeln. Akzeptier's. Kann ich nicht spielen. Okay, dann schätze ich mal, ab hier geht's los. Action. Wayland, bring uns hoch. Alles klar. Aber wisst ihr, was ich mache? Und zwar, ich beende den Part jetzt erstmal hier. Und sage bis zum nächsten, also bis gleich. Peace.